und damit dann hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Motovlog. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema und zwar um einen wunderschönen Auspuff und zwar um den Cobra SC3. Ja, viele von euch wissen, mein alter Auspuff war ein Leo Vince SBK hieß der, glaube ich, ein Slip-On. Das jetzt ist eine Komplettanlage, kleiner aber feiner Unterschied. Das heißt, auch der Krümmer wurde getauscht und ist jetzt ein Cobra-Krümmer. Diese komplette Auspuffanlage wurde mir freundlicherweise gesponsert und zwar von der Firma Cobra, also vom Hersteller. Speed Products heißt, glaube ich, die Website. Ist alles in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr gerne mal drauf gucken. Die haben wirklich für alles mögliche Auspuffe. Und genau, jetzt die große Frage. Lohnt es sich? Lohnt sich ein Cobra SC3? Ich kann jetzt natürlich nur über den SC3 für die SV650 sprechen. Denn ja, einen anderen SC3 habe ich nicht, logischerweise. Und ja, ich habe auch noch nie einen Cobra auf einer anderen Maschine in live gehört. Ich würde sagen, wir fangen an mit den negativen Punkten, dann hat man das hinter sich und ja, kann zu den positiven kommen. Und es gibt eigentlich nichts Negatives über diesen Auspuff zu sagen, das ist das Krasse. Also Preis-Leistungs-Verhältnis, diese Komplettanlage kostet 520 Euro für eine Komplettanlage, für ein großes Motorrad, für eine große Maschine. Finde ich schon wirklich preiswert, wirklich gut. Und ja, aber was ist denn das Negative? Es gibt eine einzige negative Sache. Und zwar, dieser Auspuff verändert ein bisschen die Charakteristik vom Motorrad. Also, besonders die SV650 hat durch ihren V2 natürlich untenrum, ja, in den unteren Drehzahlen eigentlich besonders viel Druck oder spürbar mehr Druck als eben normale Motorräder. Durch diese Komplettanlage wird das so ein kleines bisschen verschoben und dieser Druck, der unten ist, ist mehr in der Mitte bzw. eben gegen Ende. Also gegen Ende hat das Motorrad meiner subjektiven Meinung nach mehr Leistung, dafür aber am Anfang, also in den niedrigen Drehzahlen nicht so. Das kann natürlich jetzt sein, ich bin natürlich niemals diesen echten Vergleich gefahren, Leo Vince gegen Cobra, aber das ist, was ich jetzt so aus meiner Erinnerung herausgefischt habe und was so mein Gefühl ist über diesen, über diesen Auspuff. Das ist aber nicht wirklich schlimm, finde ich, denn in den niedrigen Drehzahlen ist man sowieso, wenn man cruist und wenn man entspannt fährt, und dann ist es nicht so schlimm, ob der Auspuff jetzt, also, oder ob das Motorrad jetzt die brutalste Leistung hat. Klar, es ist schön, untenrum Druck zu haben und den hat man ja immer noch. Digga, du hast grün, Alter, fahr doch, Mann. Ja, also wie gesagt, den Druck an sich hat man ja immer noch, nur eben, ja, gefühlt einen Ticken weniger. Dafür, und jetzt kommen wir eben zum positiven Punkt, hat dieses Motorrad obenrum sehr viel mehr Druck. Also, man spürt diesen Punch mehr, man spürt mehr den Punch, wenn es dann richtig zur Sache geht, die Drehzahl steigt, ja, und zur Drehzahl kommt dann eben auch einfach die Leistung dazu. Finde ich eigentlich positiver so. Gefällt mir sehr gut. genau. Ja, das leistungstechnisch oder leistungsmäßig zu sagen. Ich habe natürlich keine Leistungsdaten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Gefühl ist oder ob das wirklich so ist. Wie gesagt, ich kann euch nur mein Gefühl mitteilen und das ist auf jeden Fall so. Jetzt kommen wir quasi zu den endlos vielen Positivpunkten von diesem Auspuff. Ich denke, Nummer eins ist auf jeden Fall, wie er aussieht. Also ich finde, dieser Auspuff ist so dermaßen sexy und passt so gut zur SV650. Na, ihr müsst ihr natürlich jetzt noch ein bisschen die kaputte SV650 sehen, weil sie noch nicht ganz fertig ist. Aber besonders, wenn die SV dann fertig ist, glaube ich, das ist die geilste Kombi, die man so sich holen kann. Also mir gefällt es extrem gut. Und ja, was natürlich am Auspuff das Allerwichtigste ist, ist der Sound. Und ich glaube, von dem, was ihr bisher gehört habt über den Auspuff, das ist der Hammer. Also ich fahre immer mit DB Killer drin, also wirklich immer.
Also bin es auch noch nicht ohne DB-Killer gefahren, vielleicht mache ich irgendwann. Erstmal nicht. Und ja, dieser Sound ist ja ultra Hammer. Vor allem die Fehlzündungen natürlich bocken des Todes, die machen so eine Laune und sind wirklich laut. Also jedem, mit dem ich bisher gefahren bin, der hat gesagt so, boah, das ist wirklich heftig. Also das knallt schon ordentlich. Ja, und auch so der Sound beim Durchbeschleunigen ist wirklich geil. Also richtig schön, ja, richtig schön schreiend. Das ist ein bisschen heller als jetzt zum Beispiel der Leo Vinz. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen heller als der Leo Vinz. Finde ich aber gar nicht schlecht. Also hört sich meiner Meinung nach echt extrem gut an. Ich treffe mich jetzt gleich mit dem Kumpel und dann denke ich, wir werden ein paar Außenaufnahmen machen. Dann hört ihr noch ein bisschen Flybys von diesem Season-Motorrad. Ja, und dann schauen wir mal, ne? Was da so bei rumkommt. Also bis gleich. Flyby gehört. Ich habe natürlich nicht gehört. Klar, ich bin ja auch gefahren. Aber was ich gerade quasi in der Aufnahme gehört habe, muss schon ziemlich nice sein. Und mir wurde gerade auch bestätigt, dass da eine Fehlzündung drin war, die ordentlich war. Und ja, dass das halt ganz nice ist. Also ich denke, abschließend zum Cobra kann man wirklich sagen, es ist eine absolut günstige Alternative zu allen anderen. Man kann sie auf jeden Fall in Betracht ziehen und ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem Sound, mit allem, hätte ich jetzt die Wahl, wieder den Leo Vinz zu haben oder den Cobra, ich würde sofort immer den Cobra nehmen. Also mich hat das Ganze wirklich überzeugt und ja, ich bin froh, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, diesen Auspuff zu testen und quasi, dass dieser Auspuff jetzt meiner ist. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, alle Links zu deren Website und so weiter findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, wenn ihr was bestellt, könnt ihr ja gerne erwähnen, dass ihr von mir kommt. Da freuen die sich auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.